Hallo. Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen hier am wunderschönen Sonntag. Hier ist Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Ich habe heute meine Mütze vergessen, deswegen habe ich mein Fahrerhalstuch da, also Radtuch, weil durch den Helm tragen ist der Müll gleich durcheinander. Und heute bin ich jetzt hier in Halberstadt, denn hier ist Oldtimer Wein und Technik, Oldtimer Messe, Oldtimer Treffen hier in Halberstadt. Und fängt 11 Uhr an, das schaue ich jetzt kurz an. Und danach gehe ich später nach Hirschheit zum anderen Oldtimer-Treffen, dritten Oldtimer-Treffen Hirschheit. Ich gucke es mal an. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Deswegen bin ich jetzt mal hergekommen. Wir gefahren heute mit meinen. Mit dem BSO Jetfire Captain America Christoph Roller. 50 Kubik, 45 km/h, 2005, 50.000 km, 5 PS, Benziner. Und euer Justus, der YouTuber, der Abenteurer aus Würzburg. Wir kannten als Indiana Jones Abenteurer aus Captain America von den YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Lassen wir uns dieses Event mal anschauen. Let's play Video und bam! Also laufen wir runter, hier ist Roll abgestellt. Ich bin extra zweimal gefahren, weil ich habe ja erst nicht gedacht, dass es wirklich ist. Habe ja gestern noch mal vorbeigeschaut, da habe ich schon was abgesperrt gesehen, aber okay. Jetzt sind wir hier, das sind Bänke. Dann stehen wir hier bei Oldtimers. Oldtimer-Messe heute. Also, die bauen hier gerade auf. Fängt erst um 11 Uhr an, ich bin schon eher da. Hallo. Entschuldigung, was ist es eigentlich genau jetzt heute alles? Oldtimer-Treffen, Oldtimer-Messe? Nur hier draußen, oder? Hier auf dem Gelände, genau. Okay. So. Und da drum ist halt. Golf. Oh, schönes Auto. Ein Traktor. Ja, das ist lustig. Mehr als ich gedacht hätte. Der Lecker.
denn? Golf Cabrio. Ja, oder schöne Autos. Ja, lass mal so. Alle auch. Hast du länger drin? 1, 2, 3, 4, 5. Lass den auch. Aus dem Auto rausdreht. Super. Cool. Audi. Sehr schöne Autos. Was ist für ein Autos hier? Ja, ja. Schön. Ja. Ist heute noch in Hirschwald, gehe ich noch später. Fährst du auch noch hin? Ja, später. Ah, das ist, wie viele Kilometer sind das? Bei Richtung Bamberg. Da oben ist das. Ja, 70. Aber da ist ja der Neuberg. Fängt auch um 11 an, aber ich gehe jetzt bald bis zum 12 Uhr, fahre ich da rüber, sowas. Jawohl. Weil das ist ein größer Hirschwald. Ist mehr wieder. Alle, ich weiß immer. Das dritte. Ah, ja. Das ist vor Fränkische Schweiz. Von den, ist es bei einem Schäferclub, vom Schäferclub. Jawohl, also. Hallo für den Autos. Ja.
Da ist es, wo es beginnt. Evert. So, das ist aber immer schöner Autos hier. Also hier habe ich Jugendtreffen schon gewesen. Aber ich habe einen Quatsch schon hier. Da war es Jugendtreffen früher. Das ist, wo damals da gestanden haben. Da genau. Also vor 2 Jahren, oder wo war es, vor 2, 3 Jahren war hier vor Corona das Oldtimer, das Studientreffen, ne? Da war ich mit Quatsch hier gestanden. Ja, genau. Und denk dran, am Sonntag ist wieder in Gemünden. Ja, das ist schön. Ja. Kommst du auch wieder, ne? Hoffe, ich kann. Du hast eine Freundin da heute? Oder eine Cousine? Die ist zu Hause, Mutter. Die ist zu Hause. Ja. Komm mit, gell? Also da, wo das rote Mercedes war, hat man ein Türtreffen und was gestanden. Vespa. Das ist ein schöner alter Vespas. Der Kult. Der Mopeds. Ja, nochmal der. Schöne Mopeds. Und wer ist das? Das ist der älteste Vespa, oder? Die älteste jetzt. Welcher Jahrgang? 51. Cool. Ich bin auf dem Roller hier. Bei so einem schönen Wetter. Ja klar, das ist ideal. Ja, mit meinem Peugeot ein Chat bin ich hier. Aber ich finde die Vespa voll cool immer. Die schönen. Auch. Ja, so die Ur-Vespa, ne? Eigentlich die klassische. Ja, ich finde einfach die ganz alten noch am besten. Die Rumpeln damals war, ne? Das hat 53. Ja, was ist eigentlich mit die Westbahn, die wo dann noch einen Reifen hat? Sind nicht die ganz ältesten mit Reifen noch? Nee, die kam danach. Das ist die PX-Serie, so. Ne? Die haben einen Satzreifen. Vielleicht, die gab es auch einen, ne? Ich war hier oben hinten dran. Ich glaube, gab es einen Ständer, wenn wir hinten dran. Ebenfalls sind sie sehr teuer. Ja, das stimmt. Also, viel Spaß hier mit der Westbahn. Und da haben wir einen Pontiac, einen weißen. Einen Pontiac. Cool. Diese Autos liebe ich. Nike 3 lang. Modelle sammeln gerne. Ja.
XM Silver Pontic. Und Takratach. Schwarz machen. Vorne einen Scanner da machen. Hast du einen Nightrider. Servus. Welcher ist das? Der V8 oder V6? V6. Achso, der kleine Motor, gut. 140 PS, gell? Ja. Oh, gut. Und das Takradach, ist es dicht? Weil ich hab da einen anderen Körper von Nightrider fährt, das heißt, es ist gerne undicht. Wir haben gemeint, wenn es Waschstraße oder Zentrum kommt, kann man da Wasser rein. Ja. Welcher Gang ist das? 92, oder? Ja, habe ich schon gedacht. Weil die 80er sind in anderer Form. Ja, schöne coole Autos hier. Mopeds. Wahnsinn. Oh, schönes Auto. Was denn für welche? Kommt noch ein roter? Kommt noch so einen roten 89er und ein 81er. Ah, Bändig. Cool. Ja, machen wir mal. Andere Form. Ja, es sind noch mehr gekommen. Mehrere Fahrzeuge. Na, ich gedacht hätte. Ich hab gar nicht gedacht, dass so viel kommt. Laute, schöne Autos. Hallo. Schöne Autos sind wir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Musst du. Das sind einfach noch schöne Autos. Ja, Cupra, ob echt oder Kopie, mir egal. Hauptsache schaut cool aus. Da gibt es halt so viele Kopies, Nachbauen, was ist mir jetzt egal. Hauptsache, es schaut cool aus. Ältere Mercedes. Und gestern habe ich beim Kraftfieber den ersten Platz mit 93 Dezibel gemacht, beim lautesten Diesel. Und da waren mehrere Diesel da. Ein Sportausbruch, ein super Sport. Und der habe ich gleich zu Hause in Gent.
Aber den Preis hat mich sehr gefreut. Taktari oder was? Er war Afrika-Abenteurer. Und Abenteurer gab es auch Alter. Das sind schöne US-Cars. Wow. VW Porsche. Der BMW, wo die elektrischen Türen hoch und runter gehen. Z1, glaube ich, heißt. Motorrad mit Beiwachen. Vespa Club Würzburg, cool. Einfach mal. Haben Sie ihn nicht reingelassen? Du hast doch nicht hier, Alter. Ja, die wollten aber mir nach dem Black teilen. Nee, die haben die hier nicht reingelassen. Schöner Bikes. Der Gollas heißt hier die Geschichte. Und der erste ist für den anderen bisschen noch. Oh, Simsam, coole Jacke. Simsam, da wo das Ding ist. Museum. Ja. Und wann ist ein nächstes so Moped-Treffen oder sowas? Bitte? Wann ist ein Moped-Treffen wieder? Also wir treffen uns eigentlich hier jeden Mittwoch. Also ich meine, Moped-Treffen, da gibt es bestimmt auch Moped-Treffen oder sowas, ja, oder? Ja, natürlich. Zell am See zum Beispiel ist großes mit 1000 Leuten. Wir sind ja nur Vespa. Italien, also nur Vespa, oder? Ja, nein, Moped-Treffen. Moped, Roller und sowas. Allgemein gewischt. Also hier in der Nähe. In der Nähe, nicht? In Sigmaringen unten, fast am Bodensee. Da gibt es alle ja Altroller. Also hier, Landkreis Schweinfurt, Würzburg, ja, Kitzingen, Spessart. Da ist Vespa-Treffen. Da sind aber alles Vespa-Treffen. Ah, okay. Ab und zu in La Preta und das war's dann. Ja, dann danke, viel Spaß hier. Ja, danke. Ja, schönen Fahrzeugen. Kult. BMW, cool. Lauter schöne BMWs, ein Porsche, eine Kamera hier, habe ich schon gestern gefilmt. Rottendorf restaurieren. Ja. Wir restaurieren alles. Da haben wir den Anhänger. Und den linken. Schaut aus wie für den Ludolfs. Nimm ich alle Ludolfs. TÜV, so. So. Ein Audi. Mit Öl präsentiert. Einbekommen. Ein Gewinnspiel? Möchte jemand drehen?
Da will ich auch was drin. Ihr dürft euch was aussuchen, alles was hier ist, ein Metrofasertuch, vielleicht sogar so ein Schild. Oh, ich will so ein Schild. Oder halt hier, was ihr möchtet. Alles was da ist. Taschen sind da zum Beispiel noch. Ich brauche das auch. Bitte. Noch eins. Ja, noch eins. Ihr habt schon gedreht. Bei dem. Vielleicht wie noch nicht, du hast ja auch was von mir. Mikrofasertuch, Kugelstrahler. Würdet ihr vielleicht noch gewinnen? 1 und 3. Ja. Für Was ist euch das da? Das sind diese Taschen hier. Ah. Darf man Tasche nehmen, Aufkleber? Ja, natürlich. Drum Aufkleber? Ja, das ja auch einnehmen. Sollen wir drei? Ich brauche Fahrzeug hier. Ja. Aufkleber haben wir genug. Und das da, das mache ich gerne drauf. Und das fahre ich eh. Ich habe da so Quattenmotor. Ja, also, jetzt kommt die Mutti dazu. Ja, danke schön. Ja, die kann ich gebrauchen. Hallo, was ist denn das? Aufbereitung? Aufbereitung? Ah, das ist für ein Trockeneis, oder? Nein, Trockeneis ist drin. Achso, was ist, wie wird das dann an? Bitte? Ja. Gut, halt an. Das ist Trockeneis. Wir würden einen Gefrorenen rangehen, weil wir können das nicht schon arbeiten. Ja, da ist schon ein Audi mit V5, Motor, Turbo. Der liegt im Stand. Ja, was bleibt denn da gehen? Wie alt bist du jetzt? 7, siehst du. Da geht es drin weiter. Ja, schön. Ja, ich muss auch gerade gehen. Schöne Fahrzeuge sind wir zuerst da. Boah, das ist schon alt. Ah, der Ford wieder, was muss dann? Trappi. Ah, schönes Fahrzeug hier. Das ist ja schon der Fiat oder der Trabi. Ah ne, Fiat Abarth. Thank you.
Und die waren komplett, die Löcher waren nicht mehr da. Ja. Ein langes Loch. So. Schön, dass das alles treffen. Nicht so gedacht. Da ist das Plakat. Da ist Essen und Getränkestand. Und da ist mein Roller, wo ich gefahren bin. Und raus geht's. Zuschauer und Zuschauerinnen, das war's wieder. Ich musste wieder weiter, dann nehme ich wieder unter Rierscheid und einen dritten Oldtimer treffen beim Schifferclub. Gut, es war hier cool, es war größer als ich gedacht hätte. Schön, Wetter passt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wenn euch wieder gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, liked den Kanal, zeigt euren Freunden den Kanal, das Video, teilt es einfach und lasst einen positiven Kommentar da, da freue ich mich sehr. Oder wenn ihr wisst, wo ihr mich sehen wollt, treffen wollt, wenn ihr chillen wollt, irgendwas machen wollt oder wisst, wo nächste Veranstaltungen sind, wo ich kommen soll, kann oder sowas, schreibt es in Kommentare oder private Nachrichten, Instagram, TikTok, dann mache ich auch Bilder und Videos. Schaut da vorbei, Instagram-Name lautet Indiana Jones Darmdauer, TikTok-Name lautet Justus Darmdauer 13, alle Informationen findet ihr auf dieses Video oder andere Videobeschreibung, einfach runterscrollen, da steht der Name plus Link zu meinem Instagram, TikTok und YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach meinem Abenteuer. Und ich bin der Justus König, der YouTuber, der Abenteurer aus Wetzelplikant als Indiana Jones Darmdauer oder Captain America. Gut. Gut, also machen Sie es gut. Wir sehen uns mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, schönen Tag, einen guten Start neue Woche, die morgen beginnt. Die Fans haben schöne Ferien, die Urlaub haben schönen Urlaub. Die Schule haben schöne Schule. Und so weiter und so fort. Justus over out. Game over. Ciao, ciao. Wir fahren wieder heim. Game over. Bäm! Hallo! Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund,
sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles so blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst, so spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf.
5 Freunde.